Ja, hallo Freunde der Plug-and-Play Inselanlage bzw. Plug-and-Grow. Ihr wisst ja, alle Artikel vorkonfektioniert und ja, bereit zur Installation. Alles schon gekrimmt, alle Kabelschuhe vorhanden, alles fertig zum Aufbau sozusagen. Schon habe ich was bemerkt, was halt für Laien doch am Anfang schon ein bisschen schwierig werden kann. Ihr seht also, ich habe meine Bastlermütze und mein Bastleroutfit an. Ihr kennt mich, wenn ich bastel, dann nehme ich gern die alten Klamotten, weil ich ratsch mich dann irgendwo oder komme irgendwo gegen Batteriesäure etc. Das ist mir schon oft passiert, daher hier heute mein Ranzecap. Und ja, worauf ich hinaus wollte, die Artikel sind zwar alle schon ja, auf die Länge geschnitten, alles schon fertig gekrimmt und. Aber was ich jetzt bemerkt habe, so als wirklicher Anfänger oder Laie, da ist es dann halt so ein bisschen Puzzlespiel, ne? Welches Kabel kommt jetzt wohin? So, und da muss ich schon mal sagen, ist eine kleine Schwierigkeit, denn ich suche jetzt die Batterieverbinder. Also ich zeige euch jetzt erstmal, was ich meine, weil ja, man muss ja von 12 auf 24 Volt und die beiden Batterien muss man ja verbinden. Ich mache jetzt mal kurz einen Blick drauf, was ich damit meine. Also ich habe jetzt hier, Moment, wir gehen mal runter. Und da habe ich jetzt hier die beiden Batterien hingestellt. Kann man sehen, denke ich mal. Ich muss mal ein bisschen weiter weg vielleicht. So. Also die stehen jetzt hier und ja, werden halt direkt angeschlossen. Ich habe jetzt hier auch das Multimeter mal vorgeholt, damit wir sehen können, wie viel Spannung denn auf der Batterie ist. Also wenn man sie neu bekommt, wie viel Volt auf der Batterie sind, wenn sie neu sind. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich muss nur das Stativ hier mal ein bisschen hinstellen, dass man es besser sehen kann. Also ihr seht hier die beiden Pole. Moment. Ihr seht hier die vier Pole. Einmal Plus, einmal Minus, Plus und Minus. Ich habe die jetzt so hingelegt, weil das ist in meinem Fall halt die beste Option, um ja, die beiden Batterien jetzt zu verbinden. So, und das ist jetzt das, was ich meine. Also ihr seht hier halt die ganzen Kabel. Ich nehme an, das ist für den Laderegler und das sind halt ja vier Kabel mit derselben Länge und derselben mit demselben Querschnitt und dann ist eins übrig. Also für den einen oder anderen ist es jetzt selbsterklärend, dass das halt der Batterieverbinder ist. Batterieverbinder, soweit ich weiß, immer so kurz wie möglich. Das sind 10 Quadrat. Ja, also ich habe Batterieverbinder immer 16 Quadrat, aber ja, beim 24 Volt System ist es vielleicht nicht so notwendig, so hohes Quadrat zu benutzen. Trotzdem finde ich den Batterieverbinder jetzt ehrlich gesagt ein bisschen lang. Wenn man so schaut, also hier, da ist definitiv ja, weniger Platz. Also ich könnte jetzt auch, ja, naja. Weiß ich nicht. Also ich könnte es definitiv ein bisschen kürzer gebrauchen. Ich kürze das jetzt aber nicht extra. Das ist ja mir zu aufwendig, zumal das hier schon wirklich schön gekrimmt ist und mit den Schrumpfschläuchen abgesichert ist. So sollte es sein. Jetzt kommen halt hier die Batteriepole drauf. Und ja, Plus auf Plus natürlich, nicht auf Minus. Das sieht man hier an diesem Plus. Und dann muss ich mal den entsprechenden Minus suchen. Der ist hier. So, und dann kann man sehen, ne, also das ist definitiv ganz schön lang, das Ganze, und das könnte ruhig ein bisschen kürzer sein, ist jetzt aber kein großes Problem, also das kriegen wir trotzdem hin, sollte nicht das Problem sein. So, jetzt nochmal was zum Begucken, also ich habe jetzt mal das Multimeter angeschlossen und man sagt ja, eine neue Batterie, also eine volle Batterie, 12 Volt Batterie, ist bei 12,8 Volt ist die voll. Ihr seht also hier, die hat 12,6 und das ist eigentlich üblich, wenn ich mir eine neue Batterie gekauft habe, dann waren die eigentlich immer so in diesem Bereich. Jetzt schauen wir mal auf dem zweiten, wie das hier ausschaut. Da müssen wir die Messspitzen mal umstecken. Und ja, 12,6 auch bei der, also 12,61 jetzt im Unterschied zur ersten mit 12,64 wirklich im 0,0 Bereich. Das ist absolut ja, normal.
Also so, wenn ich eine neue Batterie kaufe, sind die eigentlich immer so. Ich habe noch nie eine Batterie neu geliefert bekommen bei 12,8. Aber, also ihr seht, da ist auf jeden Fall noch Kapazität nach oben. Vermutlich werden die so gelagert, damit die halt auch nicht immer komplett vollgelagert werden. Das weiß ich allerdings nicht genau, das kann ich nur vermuten. So, ihr seht also, beide Batterien haben 12,6 Volt. Und jetzt werde ich die mal zusammenschließen und dann werden wir sehen, ja, dass die 25,2 hat, dann theoretisch. So, jetzt habe ich die Polkappen mal festgemacht. Ich mache das jetzt nochmal hier drauf, damit ich da nicht durcheinander komme. Also hier ist Minus, siehst du, wäre schon fast passiert. Und jetzt haben wir halt diese beiden 12-Volt-Batterien in Reihe geschaltet. In Reihe schalten ist ganz einfach. Man nimmt den Pluspol und klemmt es an den Minuspol mit den beigefügten Batterieverbindern. Ja, kinderleicht, schon vorgekrimmt, alles nur noch einfüllen, zuschrauben, fertig. Und wenn ich jetzt die beiden Pole hier mal überprüfe, dazu mache ich das nochmal wieder hier drauf, damit die Messspitzen besser halten. Und dann schalten wir mal ein. Dann sind wir bei 25,25. Genauso wie ich es eben gesagt habe. Ich hoffe, das kann man sehen. Wenn nicht, halte ich es nochmal in die Kamera. Also das ist wirklich optimal so, so wie es sein soll. Jetzt haben wir schon das 12-Volt-System praktisch installiert. So, jetzt kommen hier noch diese Kabel, nehme ich an, sind für den Laderegler, weil die sind vom ersten Blick her, sind auch nur 10 Quadrat. Sah mir jetzt ein bisschen dicker aus als der Batterieverbinder, aber offensichtlich reicht das. Solche Querschnitte kann man berechnen. Dafür gibt es im Internet ganz viele Querschnittsberechner. Da gibt man nur die Spannung ein, die ja, Meter, wie lang das Kabel ist und wie viel Ampere oder Watt. Und dann kann man dementsprechend den Wert ausrechnen lassen. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der das jetzt nicht Plug and Play kauft, sondern dann halt die Kabel selber dimensionieren. Da sollte man vorher auf jeden Fall gut ausrechnen. Ich habe immer gerne ein bisschen dickere Kabel, kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber dafür kann es halt auch nicht irgendwie gefährlich werden, dass es zu viel Wärme entwickelt oder so. Also hier stimmt auf jeden Fall alles. Ich finde es auch total klasse. Also diese Polkappen hier selber, die Pole selber, die sind ja aus Blei und die sind wirklich nahezu unbenutzt. Also das sieht man selten, weil sobald man da zum Beispiel, Blei ist ja sehr weich, wenn man da jetzt ein bisschen mal dran rum, dann sieht man auch gleich, wie die hier benutzt sind, ne? Also schon nur, weil ich jetzt hier die Messspitze mal dran gehalten habe, da sieht man gleich, benutzt, ne? Und das war halt wirklich, also sieht man, habe ich selten gesehen, dass man so eine, ja, hoch, also neuwertigen Batterien hat, ne? Also ich kaufe ja oft auch gebraucht und so, weil ja, kostet halt sonst alles sehr viel Geld. Insofern bin ich echt happy, mal sowas überhaupt mal zu sehen. Also ist schon was Besonderes. Gut, jetzt will ich nicht weiter darum. Ich denke mal, das war jetzt alles leicht erklärt. 12 Volt, 12 Volt, Plus und Minus in Reihe, dann sind es 24 Volt. Das kann man natürlich x-beliebig weitermachen mit 36, 48 etc. Aber das ist eine 24 Volt Anlage und dabei bleiben wir natürlich. Jetzt der nächste Schritt, den Laderegler. So, und jetzt sind wir auch schon bei dem Laderegler. Ich habe den ja kurz mal ausgepackt, aber ich habe ihn dann wieder eingepackt. Und ja, ich habe auch gerade einen Kommentar von Schneemann bekommen. Das ist ein Mitglied auch im Discord-Chat. Und er meinte, wenn ich den jetzt mal prüfe, dann soll ich den gleich mal prüfen auf die Wertigkeit der Verschraubung. Denn er meinte, das ist ein Manko. Trotz ja, hochwertigen Preis. Also ich habe auch gegoogelt, die kosten auf jeden Fall über 200 Euro. Ich habe den günstigsten Preis bei 220 Euro gefunden. Ihr seht hier einen Erdungsanschluss, also für die Erde. Moment, muss ich mal ins Bild. Hier ist halt der Erdungsanschluss. Das ist schon mal cool. Sowas hatte ich beim Laderegler bis jetzt auch noch nie gesehen. Da sieht man wieder, dass es halt ein deutsches Produkt ist. Deutsche Produkte legen halt sehr viel Wert auf Sicherheit. Was mir jetzt negativ an dem Gerät auffällt, der hat wirklich nur Batterie und PV, also keinen Lastausgang. Das ist jetzt VE direkt, was immer das auch ist. Ich glaube, das ist irgend so eine Schnittstelle zum Auslesen. Dazu müsste ich mir erst nochmal die Bedienungsanleitung durchlesen. Da habe ich jetzt aber keine Zeit zu. Das werde ich mal heute Abend in Ruhe machen dann.
Ich werde den jetzt erstmal halt nur anschließen an die Kabel. Die habe ich ja gerade hier gehabt. Moment, hier sind die. Und ja, das ist halt hier. Diese Kabel kommen in den Laderegler. Moment, ich muss mal das Display anmachen, damit ich sehe, wie weit ich hier gucken kann. Also das sind die Kabel für den Laderegler und das sind die Ringösen für die Batterien. Das ist eigentlich auch wieder fast selbsterklärend. Ein Laie muss vielleicht kurz überlegen, aber irgendwann früher oder später ist es eigentlich selbsterklärend. Das ist fest. Geht gut rein und geht auch, zieht auch gut fest. Also da fällt mir jetzt nichts auf, dass das irgendwie wackelig wäre oder man kann die auch sehr fest ziehen und auch wenn man dran zieht, das ist wirklich fest. Also das ist eine gute Verbindung, finde ich. Ich weiß nicht, wenn es jetzt mal, ja weiß nicht, so 20, 40 Mal benutzt wurde, immer wieder fest ab, dafür sind die vielleicht auch nicht gedacht, ne? Also für Bastler, aber wenn ich jetzt so dran ziehe, das ist auf jeden Fall eine gute Verbindung und lässt sich auch schön festschrauben. Also meine Begutachtung sagt nichts Negatives. Ist auch sehr schön verarbeitet, also mit dem Schutz, Isolierschutz und alles. Das ist schon sehr cool, würde ich behaupten. Das ist jetzt die Verbindung für die Batterie. Die PV wird natürlich später angeschlossen. Jetzt mache ich erstmal den Laderegler, damit ich da zumindest mal schauen kann, ob der schon, ja, ob der funktioniert natürlich und wie der funktioniert. So, ich hoffe, das sind jetzt die spektakulärsten Aufnahmen überhaupt, die ihr hier bei mir zu sehen bekommt, weil ich weiß aus Erfahrung, dass wenn man erst Plus und dann Minus anschließt, es einen kleinen Funken gibt. Moment, jetzt nehme ich erstmal das Multimeter zur Seite. Und ihr seht, ich filme mit einer Hand und mit der anderen Hand mache ich die Action. Das ist mit dem Gimbal halt wirklich total cool. Da muss ich schon sagen, sonst würde ich das jetzt nicht so ruhig halten können. Oh, da war er schon. Ja, und das war, ja gut, war ein bisschen außer spektakulär. Ich mache das jetzt einfach so, dass ich diese Kabel, den Kabelschuh hier zwischenhalte und dann die Schraube, Moment, wo habe ich sie jetzt? Hier. So, die kommt jetzt da wieder rein. Dann wird das einfach nur verschraubt. Also immer erst Plus und dann Minus anschließen. Eigentlich sollte die jetzt auch schon fest sein. Ist ja auch relativ, aber ich habe es noch ein bisschen mit Spielraum. Denn ihr seht, das Ganze ist noch sehr provisorisch hier. Ich muss hier an die Wand, da kommt noch eine Fermazellplatte, weil ja, ich habe halt zu oft die Kommentare bekommen, auf Holz baut man nicht, keine Elektrik, die heiß wird und so. Und ihr seht ja hier die Kühlrippen entsprechend, ne? Das wäre halt auch, ist ja auch logisch, dass die Geräte warm werden. Das ist halt das Herz einer jeden Anlage, ne? Das Batteriemanagement, der Laderegler. Damit kann man halt verhindern, dass die Batterien überladen werden. Und ja, der passt halt auf, dass nichts schief geht und die Batterien nicht kaputt gehen. So klemmt man das dann alles an. Also das sind die Innenpole der Batterie und das sind sozusagen die Außenpole. Minus, Plus, Rot ist immer Plus, Schwarz ist immer Minus. Natürlich muss man jetzt alles noch ein bisschen fester ziehen, als ich das hier gemacht habe. Das kommt aber im nächsten Schritt erst. Also ich habe den jetzt auf jeden Fall schon mal die Batterie angeklemmt. Und jetzt schaue ich mir das mal an, weil man hat ja hier kein Display. Also normalerweise hat so ein Laderegler immer ein Display. Aber dieser hier ist jetzt Smart Solar und das ist über Bluetooth, kann man den mit seinem Handy verbinden. Daher werde ich jetzt mal diese App runterladen auf mein Handy, mir mal anschauen, wie das funktioniert. Ja, und dann zeige ich euch das.
So, ich habe das Gerät jetzt über Bluetooth verbunden, hat ein bisschen gedauert. Also man muss halt Standort und Bluetooth und was nicht alles auf seinem Handy anstellen. Aber hier ist er, der Smart Solar 100-30. Ja, da drücken wir jetzt mal drauf. Habe ich vorher auch noch nicht gemacht, aber jetzt hoffen wir, dass irgendwas passiert. Tut's aber nicht. Ah doch. Okay, es wird verbunden. Ich denke mal, kann man sehen. Ah ja, jetzt blinkt das ganze Ding auch. Pairing-Anfrage. Pairing durchführen. Okay, das Passwort ist von Werk aus 000000. So, dann drücken wir mal auf OK. Das wird verbunden. Ja, und dementsprechend. Ach, jetzt müssen wir erst noch eine Aktualisierung durchführen. Ja, so ist das halt mit neuen Sachen, ne? Da muss dann natürlich erstmal ein Update gezogen werden. Das ist nicht nur bei Victron so, das ist mit allen Geräten so. Okay, müssen wir noch mal kurz warten. Ja, ich leg das mal hier hin. So, wieder blinkt das Gerät. Firmware aktualisiert auf 2,25. Okay, ist fertig. Jetzt drücken wir hier auf Weiter. Aha. Nochmal in dem Modus. Tja, keine Ahnung. Es wird verbunden auf ein neues. Okay, jawohl. So, das ist jetzt... Oh, ihr wollt mich verarschen hier. Nein, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Firmware-Update. Ich habe doch gerade das Update gezogen. Okay, ich muss nochmal aktualisieren. Tja, da seht ihr mal, ne? Sowas ist halt auch ein bisschen nervig dann. Wäre da nicht so ein, ja, keine Ahnung, so ein Display vielleicht auch einfacher? Zumal dieses Bluetooth, das ist ja auch nicht wirklich, ja, hat nicht eine sehr hohe Reichweite. Ich glaube 3 bis 4 Meter oder was. Dann ist das ja auch vorbei. Aber gut, ich glaube, diesmal sieht es anders aus, ne? Das war eben nicht, oder? Dieses Geblinke. Na gut, wir lassen einfach nochmal laufen. Aktuelle Version 1,45 und neue Version 1,5. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, funktioniert das auch mit Apple? Weil es ist ja ganz oft so, dass diese Apple-Telefone gar nicht so cool sind, weil viele Apps da gar nicht funktionieren oder halt Geld kosten. Ne? Bei Android ist es oftmals so, dass ja zum Beispiel bei meiner Fritz-App oder diese Fritz-App von der Fritzbox, MyFritz oder wie es heißt, da habe ich wirklich Funktionen, die hat meine Freundin mit ihrem Apple zum Beispiel gar nicht. Und ich kann mir da die Statistik von der letzten Stunde mit Grafiken und alles anzeigen. Das würde bei Apple gar nicht funktionieren. Also sie hat ein Apple-Phone und ich habe hier mein billiges Android. Und da gehen zum Teil solche Apps viel besser, funktionieren viel besser als bei Apple. Weiß ich jetzt nicht, ob das bei Apple auch so ist. Kann ich jetzt nicht testen, müsste ich dann mal die Alex fragen, ob sie mir ihr Handy gibt, um das zu checken. So, diesmal lasse ich diesen Kreis ein bisschen laufen, bis das fertig ist. Sonst muss ich am Ende die Aktualisierung nochmal machen. Da habe ich jetzt wirklich keinen Nerv drauf. Ansonsten, ja, es wäre mir schon wichtig, dass ich sehen kann, was jetzt momentan von den PV-Modulen kommt, was auf der Batterie drauf ist. So, ihr seht wieder, das blinkt alles ganz toll. Und ja, hier wird jetzt die Spannung angezeigt. 25,17. Nicht jetzt, das ist mir egal. Meinetwegen können da auch andere Leute drauf zugreifen. 25,17 sagt das Gerät. Jetzt schauen wir mal nach, was denn das Multimeter dazu sagt. Ich versuche das mal mit ins Bild zu bekommen. Oh. So. So. 25,17,16.
Jetzt schauen wir mal, was mein Multimeter dazu sagt. 25,23. So, da sind ein Unterschied von 0,6, 0,5, 0,6. Ne, 0,05, 0,06. Also wirklich ein geringer Unterschied, das ist absolut normal. Da weiß man jetzt auch nicht, welches ist genauer. Das Multimeter ist halt auch aus China, aber es ist eins der Multimeter, dem ich noch am meisten vertraue. Ja, so viel erstmal zu dem Herzstück der Anlage. Ich muss mir jetzt noch ein paar Teile besorgen, zum Beispiel die Fermacell-Platte. Da wird der draufgenagelt, draufgeschraubt, natürlich mit Abstandhaltern. Ich möchte diesmal wesentlich professioneller wirken und daher ja, brauche ich diese Geräte alle mit Abstandhaltern an der Fermacell-Platte verschraubt. Und ich hoffe, das wird dann auch ja, nachgemacht von euch, weil ja, wenn man schon was zeigt, dann möchte man ja auch einen gewissen Lerneffekt dann dadurch vermitteln. Und ja, ich denke mal, das gelingt mir ganz gut. Die ganzen anderen Sachen muss ich euch in den nächsten Teilen zeigen, denn ja, ich habe leider nicht mehr so viel Zeit dieses Wochenende, um alles jetzt zu installieren. Aber ja, wenn euch das interessiert, dann lasst den Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und dann werden wir uns in den nächsten 2, 3 Teilen mal schauen, wie viel Teile ich machen muss, um das dann letztlich aufgebaut zu haben. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall eine interessante Serie. Und ja, dann verabschiede ich mich mit den besten Grüßen, euer YouTuber Lars. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.